So, wir sind diesmal jetzt auf dem Atari 800 XL. Also, es ist Indiana Jones auf dem Atari 8-Bit-System. Und zwar Indiana Jones and the Pyramids of Giza. Das ist tatsächlich auch ein Basic-Programm. Wir gucken mal. So, here is Simon, Dr. Jones. On the plains of Giza, more than. Yes. Old Sands of a Great Pyramid. The year is 1932. You're set by the Princess Museum to search for a priceless artifact. Natürlich, wir sollen wieder nach einem Artefakt suchen. So, but there's a secret chamber where there's a solid gold statue of an ancient cat god beast. Okay. Also, eine Katzenstatue aus Gold. Obwohl viele Abenteurer es versucht haben, die Sphinx zu betreten, konnten sie das Ding nicht finden. Aber nachts hört man Schreie in der kalten Wüste und die lebenden Toten bewegen sich über die eisigen Steinpassagen unter den Pyramiden. Pass auf den Guardian auf. Ja, dann wollen wir noch mal. So, fire, rifle in the last direction you moved. Ach, das ist so ein Text-Adventure oder was? So. Genau, Joystick zu bewegen. Button to fire. Ja, dann mach doch. Ja. Ja, mach doch. So. Das ist der Bazar. Nein. Ich will direkt in die Sphinx. Nein, möchte ich gar nicht. Ich möchte da gar nichts. Möchte in die Sphinx. Ich will gar nichts verkaufen. Ich will da rein. Yes. 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 Schön. Das ist richtig gut. Basic-Programme, die ich zum Abstürzen bringe. Yes. Kann ja noch ein altes Game. Gibt's? Nein, es gibt keinen. So, das ist okay. Was sind die ganzen Optionen? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich was am Bazar kaufen. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Haben kein genug Geld. Jetzt rein? Nö. Das ist schön. Ich könnte den Hieratic-Umlaut fragen, weil er ja dementsprechend auch diese Atari 8-Bit-Sachen gemacht hat. Weißt du, ob dieses Meisterwerk tatsächlich funktioniert? Die Pyramiden von Gizeh? Oder ist das nur Blödsinn? Ja, stimmt, ne? Genau, wenn wir sowieso gerade da sind, könnten wir eigentlich uns mal kurz uns um Biene Maya kümmern. Ich setze mal hier einen Cut und falls das nicht zum Laufen kriegt, kriegt ihr das. Okay, es funktioniert nicht. Ja, wunderbar. Dann habt ihr alles gesehen. Dann ist das jetzt sozusagen eine Bonusfolge. Geil. Okay, also was auch immer das für ein Game ist, es funktioniert. Ihr könnt das korrigieren, falls ihr da draußen irgendwie mächtige Homebrewer seid. Ich würde euer Game dann noch mal zocken. Super. Next. So, warte mal. Da kommen wir jetzt wirklich zum nächsten. Mal gucken.